Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Lange ist es her. Ja, aber diesmal wieder ein sehr interessantes Video. Und zwar haben wir viele Kunden, die zu uns noch in den Laden kommen und dann auf quasi auf unserem Tattoo-Stuhl sitzen und sagen, habt ihr denn endlich jetzt wieder bunte Farben? Und wir sind dann immer da und denken so, hä? Wie kommst du denn darauf? Naja, die Medien haben das erzählt und dies und Radiostationen und Zeitungen. Dieses Video geht dazu, um euch allen klarzumachen, dass es schon lange bunte Farben wieder, dass die lange schon existieren. Das gab so eine Überbrückungszeit von 1 bis 2 oder 3 Wochen, wo es schwer war, an bunte Farbe ranzukommen. Aber mittlerweile ist sie halt schon lange im Hause. Also das geht auch für alle Tätowierer da draußen. Ich glaube, viele haben gerade dieses Problem, dass sie quasi immer zu hören kriegen von vielen Leuten, wie sieht es denn jetzt mit den bunten Farben aus? Sind die verboten? Existieren die nicht mehr? Wie geht es da weiter? Es ist alles schon längst neu hergestellt worden. Quasi neuer Chemie-Baukasten zusammengesetzt, sprich REACH-konform Farben. Und dementsprechend, kann auch wieder bunt tätowiert werden. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr euch das bitte merkt und nicht denkt, dass es nur noch Black and Gray gibt. Das ist falsch. Wir haben sämtliche Farben wieder da. Klar, natürlich sind noch viele Farben immer mal wieder ausverkauft und sie sind tatsächlich auch wesentlich teurer. Wir reden hier wirklich von einer Gewinnmarge von, ich nennt man das so, von 100% würde ich da mal sagen. Also sprich, doppelter Preis definitiv im Einkaufs. Wert sozusagen und ich hoffe, das wird natürlich dann noch etwas billiger, aber wie gesagt, es gibt wieder. Ja, jetzt muss ich tatsächlich das Video doch einmal cutten. Der Akku war gerade leer. Das ist jetzt übrigens der dritte, den ich gerade reingeschoben habe in die Kamera. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt noch. Akku wird mir nicht angezeigt. Auf jeden Fall wollte ich damit euch nur klar machen, es ist alles da. Ihr könnt euch beruhigen, farbige Tattoos existieren und wird es auch immer weiterhin geben. Aber wir kommen noch ein bisschen zu dem Punkt in Sachen, wie sieht es denn mit der neuen Farbe aus? Weil viele auch der Meinung sind, so, ist die jetzt gut, ist die nicht gut, wie sieht es da aus? Für mich als Tätowierer muss ich sagen, die Verarbeitung dauert in der Haut einen kleinen Ticken länger. Ja, also wenn wir jetzt von einer Tagessitzung sprechen, zum Beispiel bei mir, dann rede ich davon, dass ich circa für das gesamte Motiv als sonst, beziehungsweise die Sitzung, so circa 20 bis eine halbe Stunde länger brauche tatsächlich, damit das besser quasi eingerührt ist. Mein Empfinden. Es kann auch sein, dass andere Tätowierer da draußen sagen, nö, ist alles so wie vorher oder sogar noch schneller. Für mich ist so, wie ich tätowiere, wie ich halt meine Vorgehensweise quasi, ist es so einen kleinen Ticken langsamer geworden. Finde ich aber nicht schlimm, weil ich finde es irgendwie dadurch sieht es, weil ich mich noch mehr fokussiere und noch mehr der quasi in der Haut arbeiten muss, finde ich es irgendwie noch besser. Frag mich nicht warum, aber es ist so. Abgeheilte Motive haben wir uns auch schon alle angeguckt, gesehen. Es ist alles so wie vorher. Ihr wisst ja alle, wenn es halt ein Problem gibt, sprich irgendwas ist nicht richtig gedeckt, zum Beispiel bei einem Cover-Up oder so, da musst du sowieso immer wieder ein bisschen nachstechen. Das wollte ich damit sagen. An dieser Stelle, ich hoffe, es hat jetzt alles funktioniert hier und ich habe es aufs Band bekommen, beziehungsweise digital auf der Karte. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Antenne.